Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA The Ballad of Gay Tony mit mir, dem Pete. Vielen Dank fürs Einschalten und wie üblich, weil wir keinen Wagen haben, wird erstmal Henrike angerufen. Und diesmal wollen wir uns den Bullet GT geben lassen, oder war das jetzt der fette große Wagen? Oh Gott, wo habe ich wieder meinen Kopf? Keine Ahnung. It's Reese, bro. I was thinking I could really use a Bullet. You know of one that might be available? Sure thing, Al. It's gonna be good to get away from Armando. He gets kinda clingy. He gets kinda clingy. Zum 35.000. Mal. He gets kinda clingy. Okay. Aber während er hier versucht anzukommen, ich hab mir ein bisschen eure Kommentare durchgelesen, natürlich wie immer, wa? Und ihr habt mir gesagt, wenn ich hier diesen Job im Clubmanagement mache, im Masonett, dann bekomme ich einen neuen schicken Anzug und muss nicht mehr diesen kackhässlichen Fuck-Anzug tragen, den ich gerade trage. Und da ich natürlich immer unfassbar gerne auf euch höre und eure Ratschläge annehme. Nee, der GT gefällt mir gut. Ich meine, einer hat angemerkt. Boah. What the fuck, was macht der denn, ey? What the fuck? Auf meinen neuen schönen Wagen. Jemand hatte angemerkt, wow, ein Monster. Dass SUVs, die modernen und so weiter und so fort, ich hatte ja gesagt, von denen gibt es auf einmal viel mehr. Hatte gesagt, ja, die verbrauchen immer noch weniger Sprit als die Sportwagen, die ich so gerne mag in dieser GTA-Folge. Da haben sie natürlich recht. Aber das hat ja nichts zu sagen. Ich glaube, weil es gibt nicht viele Sportwagen, ehrlich gesagt, so unterwegs. Und SUVs sieht man da häufiger. Außerdem hat das gar nichts damit zu tun. Ich würde mir im Real Life weder SUV noch Sportwagen holen, ehrlich gesagt. In Köln kannst du mit einem SUV nichts anfangen. Viel zu groß. Auch für die Parkhäuser beispielsweise. Ich bin dauernd in der Stadt, weil da keinen Parkplatz gibt. Jetzt ist die Lady da. Machen wir das vorher noch kurz. Muss ich im Parkhaus parken und da hätte ich überhaupt gar keinen Bock drauf mit einem SUV. Und Sportwagen habe ich ja schon mal erzählt, als wir den Trailer zur LMS gedreht haben. Hammer unbequem einfach nur. Hammer stressig da raus und reinzukommen. Muss nicht sein. So, was ist das denn hier? Oh, die sieht voll traurig aus. Hi, Luis. Wow, what a coincidence. Hey, Margot, how are you? What are you doing here? I was just meeting someone. A date, actually. Actually. It's a gay club. You never answered my calls. Yeah, I'm sorry. Or my emails. Yeah, I meant to. I'm just... Fucking rude. Yeah. Look, I got a lot going on. Did you get the book I sent you? No. The flowers? No, listen, Margot, you're a nice girl, and it was nice hooking up with you, but it was over a year ago. What's time got to do with anything? It was a long time ago. I mean, it's time to move on. You're pathetic. You know that? You think you're such hot shit, don't you? No, I'm more like cold shit. But seriously, I just don't want to marry you. And no matter how many letters you send me, or chocolate bunnies, or skywriting my name, or naming stars after me, or whatever. It's nothing personal. No, rejection never is personal. You know, my dad was right about you. Your dad? Look, he probably was, okay? But if you'll excuse me, I gotta go. You can't go. But I can go. You can't. I'm going to die. I just took 37 painkillers and 15 sleeping pills. There's the bottle. I'm going to die, and it's all your fault. Oye, pero tú sí que eres loca. I'll be dead soon. Either get me to the hospital, or I'm dead. Fucking idiot. Ja, die hat ja überhaupt gar keine Probleme. I gotta get you to a hospital, man. There's one in Easton. Wie bescheuert kann man bitte sein? Und das hat man... Ja, du hieß es aber auch. Ich denke, ich kann mein Herz brechen, Baby. No, dummass. Das ist nur dein Liver failing. Okay, ich soll die da hinbringen, bevor sie stirbt. Wetten war, man könnte theoretisch einfach irgendwo stehen bleiben und der beim Sterben zu hören. Aber ganz ehrlich, so behindert im Kopf bin ich auch wieder nicht. Tut mir leid. Also, das geht einfach nicht. Kiss me, Baby. Alter, ist die behindert im Kopf. Alter, ohne Witz. Ey, ganz ehrlich, Luis ist natürlich auch ein bisschen scheiße. Ich meine, der weiß ja sogar selber, dass er behindert ist. Aber trotzdem. Umgeht. Get in there. You're the doctor's problem now. Aren't you coming in? You could hold back my hair when they pump me. I see enough bulimic bitches at the club, Margot.
You're on your own. I love you. Das ist krankhaft einfach nur. Wie kann man nur so verrückt sein? Ohne Scheiß. Ah, da wird man doch direkt aggressiv, ey. Okay, aber jetzt machen wir... Wäre voll cool, wenn man manchmal so an Ampeln steht mit anderen Rennwagen und einfach so ein bisschen Gas geben könnte, weißt du? Und die darauf dann einsteigen. Und dann so von jetzt auf gleich so ein kleines Rennen einfach mit einem machen. Weißt du, während man zu so einer, zu einem Job fährt oder irgendwo hin, einfach irgendwo anhalten, ein bisschen, kleines Rennen so zwischendurch. Nicht, dass man irgendwo auf der Map hinfahren muss und das markieren muss und so weiter und so fort, sondern einfach nur, weißt du, während man irgendwo hinfährt, passiert ja nicht allzu viel, außer passiert irgendwas total Verrücktes, was bei GTA natürlich auch sein kann, aber ist halt selten. Aber dass so ein bisschen, weißt du, dass da nicht so Leerlauf dazwischen ist, sondern halt, weißt du, versteht ihr, was ich meine, Leute? So, wollen wir uns hier mal durchfuchsen. Genauso wie gerne Motorradfahrer so machen, weil ich ja irgendwie für lebensgefährlich halte. So, aber Autobahn. Einfach dazwischen durchfahren. So, wehe, mein Wagen ist gleich weg. Die Frage ist, wo kann ich denn hier den Job annehmen? Ich bin da noch nicht dran vorbei, oder? Aber hier kann man nur cool laufen. Okay. Muss ich da irgendwie hoch? Bin mir gerade nicht sicher, wo ich den Türsteherjob annehmen kann, muss ich sagen. Und ich kann hier vor allen Dingen nicht schnell laufen. Das ist ja total nervig. Du, ein Schritt nach dem nächsten. Ich bin Luis und schlafe gleich ein. Was ist das denn hier? Management only. Ja, da gehen wir doch mal direkt rein. Oh, was macht die denn hier? Sieht nicht aus wie eine Managerin, ehrlich gesagt. Wobei, was soll das schon wieder heißen? Egal, ich drück mal E, um den Club zu managen. Shame about the little guy. See ya. Shame about the little guy? So, ich würde mal sagen. Ich würde sagen, dieser Anzug passt ein bisschen besser zu uns als der, den wir davor anhatten. Wobei noch ein weißer wäre noch geiler, so richtig Pimp-Style-mäßig, aber weiß ich jetzt nicht, wo man herkommt. Boah, sind wir böse. Wetten wir, der macht Ärger. Okay, irgendwie macht aber niemand Ärger. Was stresst die mich, ey? Ohne Witz. Egal, stecken wir uns mal ganz cool in die andere Ecke. Boah, boah. Breitbeinig und so weiter und so fort. Wir sind die coolsten Motherfucker in the hood. Wir wurden noch keinmal angesprochen. Ich bin ein bisschen enttäuscht hier. Ich dachte, Luis wird die irgendwie anziehen wie eine Glühbirne in der Matte. Möchte ich ihn einfach erschießen? Ne, wäre wahrscheinlich nicht so gut. W steht wahrscheinlich für Woman und M steht wahrscheinlich für Man. This guy's fucked up on something. Either that or he's an idiot. Oh, der sieht fertig aus. Ja, was muss ich denn mit dem jetzt machen? Muss ich dem jetzt einfach eins auf die Fresse hauen oder was? We got special treatment for second time offenders. That's why you the boss, boss. Don't work too hard. Don't work too hard. Ich bin Luis. Boah, so ein Club zu managen ist ja schon ein bisschen easy, weil ich muss nicht mal eine Taste drücken oder so. Das macht er da draus mal auswerfen, macht er von ganz alleine. Weh, ich darf meinen Anzug nicht behalten. Egal, wir stellen uns jetzt mal hier in die coole Ecke. Yeah. Aging me won't make, kann ich leider nicht lesen. Ansonsten, alles ganz cool eigentlich. Cut that shit out, Al. I need you to head to the office right away. Hey, what? What's going on in here? Nothing's going on in here. Nothing. The shit is happening out there. I saw you fuck that bitch on the monitor. Were you trying to rub my face in it? I don't know what you saw, but it was entirely unintentional. Look. Are we cool? Are you feeling all right? I got a job to do. Sure, we're cool. I'm cool. Whatever.
Da kann ich mich sogar noch dran erinnern, ey. Das war hier in dem Club, glaube ich. Wieso hat sie das denn nicht am Anfang gesagt? Und jetzt auf einmal. Vor allen Dingen passiert jetzt nochmal das gleiche nochmal. Jetzt muss ich mich wieder hier hinstellen. Vor allem, was habe ich davon, ganz ehrlich? Ah, der Typ schon wieder. Ja, aber dem geht's ja ganz gut. Der scheint ja gar keinen Stress zu machen. Hey, what? Hä? Oh, what the fuck, Alter? We got our back room without cameras for next time. Don't mess with him. He's the manager. Why you let this guy in the first place? Echt mal, Junge, was soll die Scheiße? Aber don't work too hard. Ich bin ein bisschen verwirrt aufgrund dieser ganzen Club-Mission hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, den Bereich kenne ich gar nicht. Ist das hier VIP oder was? Wie sie alle rumdancen, wie sie einfach nur ihr normales Leben vergessen wollen. Und ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wollte sie einfach nur ein bisschen Fun haben. Das ist mir eigentlich auch scheißegal. Was ist denn hier für eine behinderte Mission, ganz ehrlich? Mir macht keinen Spaß. Okay, gucken wir halt mal hier rum. Hier gibt es ja total viel zu sehen auch. Ist aber ein Zeichen, ist, dass ich mal wieder zum Friseur muss, dass mir beim Zocken die verkackten Haare voll im Gesicht rumhängen. Das ist nicht so gut. Ja, hier passiert doch nichts. Was soll mir denn? Jetzt muss ich wieder runterlaufen, oder was? Was ist das denn hier eigentlich für eine geile Lampe? Jetzt stell dich genau vor die Lampe, du Hure. Ah, komisches Ding. Interessant. Jetzt muss ich wieder die Tanzfläche gucken. Boah. Ich weiß, da stand zwar hin, fahr zwar hin, du kannst eh drücken, um Clubmanager. Cool! Also war das doch gut, dass ich die Scheiße nicht abgebrochen habe. Jetzt kriegen wir hier nochmal Special Auftrag. Boah, wenn meine Karre jetzt weg ist, wa? Ne? Aber ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Oder? Ne, ich bin richtig gelaufen. Was soll das? Wo ist denn hier der Ausgang? Oder Eingang? Scheiße! Ich bin immer im eigenen Club gefangen! Scheiße, wo muss ich hin? Hier rum? Hier sind Toiletten, aber hier ist auch Exit. Ja. Oh Mann, jetzt ist meine Karre echt weg. Ich hasse oder sowas. Was soll das denn? Ganz ehrlich. Wieso muss die immer verschwinden? Egal. Haben wir ja noch was anderes stehen. Oh, mit nicht ganz so netten Kurvenfähigkeiten. Egal. Wieso habe ich gerade nicht einfach nur gedreht? Ich müsste mehr auf mein Gefühl hören und weniger auf das Navigationssystem, sagte er zum 25.000. Mal und wird es trotzdem niemals ändern. Da. Oh, snap. Oh Gott, jetzt habe ich den Wagen beobachtet und bin... Oh, snap. Jesus, snap. Oh. Ah, hier soll ich rumfahren, oder? Oh. Sorry. Auch ohne sie zu verletzen. Ja, das hat ja schon mal sehr gut funktioniert. Hä? Wo kommen die denn jetzt her? Oh, Sigi, Leute. Ich kann nicht ohne verletzen. Oh yeah, we'll be away from these stalkers in no time, man. Don't worry. Where were you when they launched a naval assault on that gay cruise last summer? Oh, die halten aber ganz gut mit, muss ich sagen. Ich glaube, es wird Zeit für eine Kurve. Oh fuck, jetzt werde ich auch noch die Cops los. Muss ich auch noch die Cops los werden. Oder wer jetzt natürlich gefunden ist, fressen tatsächlich
für die Paparazzi gewesen, wenn das Spiel so klug gewesen wäre. I am not going to prison. Ja. Oh, fuck. Guck mal, wie er da wartet und guckt, in welche Richtung ich fahre. Aber nicht mit mir. Ah, da hat er aber jetzt schnell gedreht. Oh, wie werde ich den Wichser denn los, ohne die zu verletzen? Ohne Scheiß. Ha. Muss das Spiel irgendwie austricksen. Das ist aber nicht mein Vibe. Control the Vic, man!